Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Danke, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Heute lasse ich mal zwei Programme gegeneinander spielen, die eigentlich identisch sind. Einmal die Mephisto Genius Pro. Das ist ja die Smartphone-Version. Und das andere Mal das Nokia. Ich weiß gar nicht, was für Nokia das jetzt genau ist. Das habe ich eigentlich schon längst ersetzt durch ein anderes. Aber was drauf ist, ist auch Chess Genius. Und die lasse ich heute gegeneinander spielen. 10 Minuten gegen 10 Minuten. Und bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch den Chess Genius auf dem Smartphone habt. Was kostet das? 3,99 € oder was kostet das? Ich habe es einmal fürs Siemens hier. Siemens? Ich meine natürlich Nokia. Einmal fürs Nokia. Und fürs... Das habe ich hier über dich liegen. Für das Huawei Smartphone habe ich das auch. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft. Also das Smartphone. Vielleicht lasse ich mal das Huawei Smartphone gegen das Nokia Smartphone spielen. Da bin ich auch mal gespannt. So, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal schreiben in den Kommentaren, ob ihr für Smartphone oder Devices den Chess Genius. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute lasse ich spielen den Chess Genius hier gegen Chess Genius. Und zwar vom alten Windows Smartphone. Ist ja schon ein bisschen betagter. Das heißt, das ist eines der Windows Smartphones hier. Was heißt eines der Windows Smartphones? Das ist hier so nach dem Motto, wenn man das einen Tag liegen lässt, dann ist da schon der Akku leer. Während ich bei meinem anderen, das kann ich 3 oder 4 Tage in Benutzung haben, ist immer noch nicht der Akku leer. So, 10 Minuten Partie. 32 MB Hashtable ist das höchste, was er drauf hat hier. Mit den weißen Figuren spielen. Ja, ja, ist eigentlich egal. So, dann machen wir hier mal einen Move. E4. E5. Springer F3. Springer C6. Ja, so geht das nicht. Ich will den Zug zurücknehmen, du Idiot. So, clear. Er will auf jeden Fall... Verdammt. Das ist aber blöd jetzt hier. Okay, er steht irgendwo schon auf B5. Läufer schlägt C6, also diese Abtauschvariante. D schlägt. Rochade. Der Bau ist nicht gut nehmbar. Ich meine wegen Dame G5 greift ein Springer an und G2. Das verliert, glaube ich, sogar schon. Dame D6. Springer A3. B5. Ich nehme an, nimmt dem Springer das Feld C4. Das könnte sein mit dem Senior Springer E3, C2 und Springer E3 und dann kann man ja weitersehen, was man machen kann. Außerdem wenn jetzt die Dame ziehen würde, C3 wäre nicht geschehen, hätte der Springer nur die Möglichkeit nach B1 zurückzuziehen, wenn man den Doppelbauern verhindern möchte. Wer ist eigentlich dran hier? C5. Springer C2. Das ist übrigens in diesem Chess-Genius, das ist die gleiche Genius-Version wie hier auch. Das heißt, im Chess-Genius, auch Pro, ist die Smartphone-Version. Ich könnte mir vorstellen, das ist den rechten Wegen, dass der Richard Leng wohl, das ist ja, Mephisto wurde dann nach dem Fidelity-Aufkauf von Seite gekauft. Und dass die auch die Rechte an den Engines haben.
Wenn die nicht zum Revelation rübergegangen sind, weil da gibt es ja auch ganz viele Engines, da kann man. Der Revelation, das ist ein Schachcomputer mit ganz vielen Engines, da kann man die Engines anwählen. Und das kann sein, dass da auch die Rechte für dieses Programm gekauft wurden. So, er rechnet hier. F1, E1. Ich habe das Windows Phone nur noch selten in Benutzung, wie zu solchen Zwecken hier zum Beispiel. Das ist einfach der Akku sch zu schnell leer. Das Problem war einfach, dass das nicht mehr unterstützt wurde. Das hat keine Updates bekommen und nichts mehr. Deswegen funktionierte das alles nicht mehr. Das war wohl der Versuch damals von Windows. Das ist leider meistens so bei Microsoft, dass die sehr, sehr spät auf die Züge aufspringen. Das heißt, sie sehen sich wohl erstmal an, ob sich das irgendwie lohnt, gewisse Sachen zu machen. Und dann, wenn alle anderen es machen, dann steigen die erst auf den Zug auf und dann ist es zu spät. So auch bei diesem Smartphone-Zug. Da meinte Microsoft irgendwann mal, auf den Smartphone-Zug aufzuspringen und dann war es einfach schon zu spät. Da war die Konkurrenz schon zu stark und mir. Deswegen wurde das dann eingestellt. Deswegen auch die Windows-Smartphones werden jetzt auch nicht mehr unterstützt mit Updates oder irgendwas. Ich bin mal gespannt, was die nächste Xbox macht gegen die PlayStation. Ob die. Das ist aber interessant, ist das schon, dass die Konkurrenz haben. Nintendo ist ja keine direkte Konkurrenz von Sony. Und das zumindest besser ist, als würde es keine Konkurrenz geben. So zum Beispiel auch bei der PS5 und der Xbox, ich weiß ja nicht mal, wie die heißt. Da muss man schon, müssen die schon genau hingucken. Machen wir das jetzt mit der Abwärtskompatibilität oder nicht? Was ist, wenn wir es nicht machen und die Konkurrenz macht es aber? Und Microsoft. Die sind ja eh schon. Die Xbox One ist ja eh schon. Ja, man könnte sagen, abwärtskompatibel. Man kann ja seine eigenen Spiele reinmachen. Man macht ja. Die sind jetzt nicht direkt. Man macht jetzt nicht die Disk rein und dann spielt man. Wenn man ein Xbox 1, also von der ersten Xbox ein Spiel reinmacht, dann wird das runtergeladen aus dem Internet, wenn das unterstützt wird. Und die Version wird dann gespielt. Aber prinzipiell ist es möglich. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen. Aber inwieweit das machbar ist, vielleicht ist das genauso wie bei der Xbox dann, dass einfach. Man lädt die Spiele einfach eigentlich eher aus dem Internet runter. Man legt die Disk rein, die Disk wird erkannt und damit das Spiel aus dem Internet runtergeladen. Oder eben komplett auf dem Server. Es gibt ja schon diese Services, dass man einen gewissen Betrag pro Monat zahlt und dann kann man die Spiele, die in der Liste stehen, dann, die kann man dann spielen. Also die das unterstützen, G3H5. So könnte das natürlich auch sein. Das muss ja auch der Emulator dafür vorhanden sein. Das muss ja quasi ein Emulator sein, der ja sämtliche Konsolen unterstützt. Also von PS1, PS2 über PS3, dass alles unterstützt wird. Vielleicht sogar die PSP. Was ich schade finde, ist, dass das gab auch für den PSP, gab es auch ein Uncharted. Ich weiß jetzt momentan aber nicht, wie das hieß. Und auf jeden Fall, das finde ich schade, dass das nie auf die PlayStation 3 oder 4 gekommen ist. Nicht mal als HD Remaster. Aber ich meine, das war nicht von Naughty Dog. So, was ist denn jetzt mit H6? F5 könnte man auch machen, theoretisch. Der kann ja nicht geschlagen werden, weil die Dame hängt.
Hätte man vielleicht drüber nachdenken können. H6, da muss der Springer erst weg nach H3 und dann F5. F3, F6. Es war ein bisschen zu lange überlegt. Ich hoffe mal, dann sieht das einigermaßen. Ich mache das Brett mal gerade so. D F6, D8. So. Schade, dass ich hier nicht irgendwie rechentiefentechnisch das vergleichen kann. Deshalb bin ich genauso rudimentär wie das B3. Man hat also auch nicht die Möglichkeit, Spielstile einzustellen oder sowas. Aber daran sieht man, dass der Ossi Weiner immer noch Kontakt mit dem Richard Lengert hat. Dadurch, dass das Programm unterstützt wird, der Chess Genius noch. Jetzt kommt zwar The King noch, aber eigentlich eher um das, ja, wie soll man sagen, zu erweitern. ,09, wie schätzt er sich denn ein? Also die gleiche Bewertung, minus 1,09. Ich frage mich, inwieweit die sich unterscheiden. Ich glaube nicht, dass das. Gibt es eigentlich noch Updates für diese Version vom Richard Lengert? Ich habe in der Computer Schach und Spiele gelesen, dass der Kasparov mal in einem Schnellturnier gegen den Chess Genius verloren hat. Bei einer ersten Runde. Und er wollte doch das Turnier gewinnen, gegen die ganzen Leute spielen da. Und dann verliert er die erste Partie gegen den Chess Genius, in der zweiten macht er so einen Fehler und dann ist die Partie Remis. Da ist er dann ausgeschieden. Wer ist eigentlich dran? Wahrscheinlich er. F6. Ach, Hilfe. Meine Güte. Ich bin ja wieder am Einschlafen. Ich habe den Zug auch noch übertragen hier. Also hier gemacht auf dem Brett, übertrag den aber nicht. Meine Güte. Schlafen Sie nicht ein, schlafen Sie nicht ein. Ich glaube, die tun sich nicht viel, die Version. Das für Smartphone, da kriegt man den Chess Genius ja schon. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe dafür. Es kann nicht viel gewesen sein. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich damals nur 2 Euro bezahlt habe, oder ich meine 3,99 € waren das. Irgendwie 4 Euro kostet Chess Genius auf dem Smartphone. Man merkt daran auch schon, wie schnell die ziehen. Also die rechnen mit den Zügen. Ich weiß jetzt aber nicht, von wann die Version hier drin ist. Ich kann ja gleich mal auf Info drücken, wenn die Partie vorbei ist. E1, C1, E2, C2. Weil man sieht ja, die Züge überraschen das Smartphone gar nicht. Also den Chess Genius auf dem Smartphone. Da ist so ein bisschen Nokia. Das Smartphone. Ja, und wo das dann nicht mehr unterstützt wurde, da musste ich mir dann eben eine Alternative suchen. Da habe ich mir das andere Smartphone geholt, das Huawei. C2E3. Aber man merkt schon, spannend anzusehen sind die Partien nicht.
Also von daher. Hätte ich damals wohl eher den, ja gut, den Fidelity, ich war ja auch hier, das war ja Mephisto, das war ja wahrscheinlich bedingt durch die WM-Siege. Ich glaube, nur Mephisto hat den Stellenwert dieser Weltmeisterschaft richtig eingeschätzt. Ich könnte mir vorstellen, warum kann man den Bauern eigentlich nehmen, nicht nehmen auf C4? Turm schlägt C4, Läufer schlägt A3, Turm schlägt C7, B4, B1, ging wohl gar nicht. Deswegen hat er wohl lange nachgerechnet, ob das geht oder nicht. Damals war das ja ganz anders als heute. Da war das ja nicht so, dass man einfach im Internet nachsehen konnte. Wenn heute die Computerweltmeisterschaft stattfinden würde, so wie damals, dann könnte man die einfach übers Internet verfolgen. Also war das ja damals nicht. Man konnte das höchstens in einer. Ja, wo konnte man das nachsehen? In der Computerschach und Spiele? Sonst wüsste ich so gar nicht, dass das jetzt groß in der. Irgendwo, ja, breit getreten wurde. Das war Schachweltmeisterschaften, da konnte man höchstens in der Tageszeitung oder Videotext ging auch noch. Das gab es ja schon. Aber da hat man ja eher gesehen, dass Mephisto Weltmeister geworden ist. Da war das ja nicht so transparent wie heute. Deswegen hatte das wohl damals auch einen ganz anderen Stellenwert. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Grund war, warum die Spracklin dann. Na, sehr nachsehen. Nach Seitec gegangen sind. Weil die einfach keine Lust hatten, ausgerechnet für den zu arbeiten. Oder die hatten keinen Bedarf auf die Spracklin, dass sie genug eigene Programmierer hatten. F1 eher als Thomas. Sie müssten den Zug nicht nachvollziehen können. Machen Sie ihn einfach. Vielleicht hatten die auch einfach keine Lust mehr auf Mephisto, die Spracklin, dass die nicht unbedingt für Mephisto arbeiten wollten. Die jedoch die ganze Zeit. Ja, quasi verhindert haben, dass sie Weltmeister geworden sind, indem sie halt die selbst die Titel gewonnen haben, also Mephisto. Oder Mephisto hatte keinen Bock auf die Spracklin, weil ich habe mal gelesen, das sollen in Amerika sollen tatsächlich so Falschmeldungen kursiert sein, dass quasi die Mephisto-Geräte den einen oder anderen Bug oder sowas hätten. Das habe ich gelesen, weil die haben immer so ein, in so einem Turnier war das, glaube ich, und da war irgendwie so ein Zug und dann haben die geschrieben, der Mephisto würde dazu eine eigene Figur einzustellen, also da war irgendwie hat er wohl die Figur scheinbar eingestellt. Und dann hat der Ossi Wanner nämlich geschrieben, unter anderen Gründen, die er angegeben hat, wie das wohl passiert sein könnte, es wäre eine Falschmeldung. Und da stand dann, dass das in den USA tatsächlich schon mal vorgekommen sein soll, dass Falschmeldungen kursiert sind. B6, B4. Ich muss ehrlich sagen, im Mittelklasse-Segment, so MM5 oder meinetwegen auch exklusiv. G2, G4. Mann. Also wohl eher so bei Modular 4, Modular 5 und sowas. Ich glaube, da war bei Fidelity gar nicht so viel. Da war später mal der Designer 2100. Aber so, dass die haben auch sehr viele Geräte, die eine sehr schwache Hardware hatten. Das war bei Novak und so ja auch. Mephisto hat zumindest die Schachspieler ernst genommen. Und nicht wie bei Novak oder Saitek. So nach dem Motto. Für Hobbyspieler würde die Spielstärke reichen. Deswegen hatten die dann 2 MHz und so eine Sachen mit 16 Kilobyte Programm und 2 Kilobyte RAM und sowas oder noch weniger. Vom Novak meine ich, die sind ganz spät erst auf den 16-Bit-Zug aufgesprungen.
Obwohl es auch eigentlich, könnte ich mir vorstellen, gerade die Vereinsspieler waren damals, die sich für die Schachcomputer interessiert haben. Bei den Hobbyspielern war es ja eh egal. Wenn die eine Zahl von 1200 haben, dann ist das ja egal, ob der Schachcomputer eine Zahl von 1650 hat oder 1850. Naja, was soll ich sagen? Langweilig wie erwartet, die Partie. Finde, vom Spielstil her spielt der Kishon Shester, da ist ja das, ist ja ein Spracklin-Programm, das ist ja eigentlich ein Designer-Programm, also vom Fidelity Designer. Der spielt interessanter. Oder wie soll man sagen, spannender. Könnte aber trotzdem noch im Mieser sein, selbst wenn der Bauer fällt. Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass er den. Ach, den Turm. Der Turm steht. Aber bei mir zieht der Turm anscheinend von E2 über alle Figuren drüber nach A2. Türme dürfen über Figuren springen. Ja, ich hatte irgendwann mal gelesen, das gab mal so Turniere. Da war so ein Sprecher. Der hat dann, da war so ein Spaßturnier wohl, der hat zwischendurch immer die Regeln geändert. So mit Ansagen. Springer ziehen jetzt wie Läufer oder so eine Schoten. Oder die Rochade ist nicht erlaubt. Da mussten die Spieler sich dann immer darauf einstellen. Das war aber mehr so ein Spaßturnier. Stellen Sie sich vor, man macht ein Großmeisterturnier mit Carlsen und den ganzen Leuten. Dann stellt sich dann der Sprecher dahin. Weil das wurde vorher angekündigt, dass das so gemacht wird. Der König darf 5 Felder weit ziehen. Der Carlsen zieht seinen Gegner gerade, meint, er zieht seinen Gegner gerade matt. Da kann der König plötzlich 5 Felder weit ziehen und ist doch nicht matt. Also aus den wollenen Socken haut mich die Partie jetzt nicht hier. Positionelles Hin- und Hergeschiebe, da beide aber dieses positionelle Hin- und Hergeschiebe machen. Tja, ist das überhaupt? Ich glaube, das ist Remis. Ich könnte auch sagen, beide stehen gleich schlecht. Vielleicht steht Weiß ein bisschen, gefühlt ein bisschen schlechter durch den D2-Bauern. E3, C5. Ich ziehe hin, ich ziehe her, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ja, der ist nicht. Ist der nehmbar? Wahrscheinlich nicht. Okay, soll wohl verhindern, dass der Bauer sich bewegen kann. Jetzt sollte das wohl irgendwann mal Remis sein. A3, A2. C5 E3. Welches Gerät übrigens aus der Fusion zwischen Mephisto und Fidelity rausgegangen ist, ganz klar. Das gab ein Designer, ich meine Elite-Gerät, also Fidelity Elite, der hatte zwei Programme drin. Also zwei 16-Bit-Programme. Man konnte aber nur anwählen, das eine oder das andere spielen lassen. Man konnte die also zum Beispiel nicht gegeneinander spielen lassen. Das war. Ich weiß es noch nicht mal mehr, welche das waren. Was die Mephisto war das der Porterus? Porterus 16-Bit und halt die Fidelity 16-Bit-Variante. Da konnte man entweder gegen Mephisto spielen oder gegen Fidelity. Ja, wie gesagt, gegeneinander spielen lassen konnte man die nicht. Das ist wohl genauso, wie es heutzutage, könnte ich mir vorstellen, gibt. Das gibt den MM5, das MM5-Modul, das kursiert ab und zu im Internet. Obwohl mir das zu kompliziert wäre. Man müsste ja ständig das Modul rausholen. Obwohl zugleich laufen lassen könnte man ja eh nicht. Das hat nämlich. Was wird jetzt hier gezogen?
Läufer C6. Das hat so einen Schalter. Da kann man hin und her schalten zwischen MM5 und MM4. Oder was es heutzutage auch gibt, was auch angeboten wird im Internet, auf eBay, MM5. Bei dem das Eröffnungsmodul schon im MM5-Modul drin ist. Man hat also nur dieses MM5-Modul und das Eröffnungsmodul HG550 ist das, das EEPROM oder wie auch immer, ist schon in diesem Gerät mit drin. Das geht auch. Wo ich mir nie so sicher bin, ist jetzt vor kurzem habe ich gesehen, Amsterdam-Modul mit 40, noch was Megahertz. Ich weiß nie, ob das in mein Exklusivbrett überhaupt reinpasst. Weil es gibt ja diesen Unterschied. Ich könnte zum Beispiel nicht das Modulset, meinetwegen, was weiß ich, Almeria 32-Bit kaufen, online, mit Displaymodul, das bei mir reinschieben, das würde nicht funktionieren, weil dann würde nämlich das Netzteilmodul fehlen. Deswegen wäre ich da immer vorsichtig. Wenn man nur den Exklusiv 5 meinetwegen jetzt, oder München 5 oder München 4, München Rebell, was auch immer, und dann meinetwegen sich jetzt ein, oder Lyon oder was auch immer, 16 oder 32 Bit zu kaufen im online, ohne das Netzteilmodul. Und dann könnte das durchaus passieren, dass das hier funktioniert. Das wird wohl Remis werden. Das festgefahren. Weil es kann kein D3 ziehen oder D4, weil ja D3 vom Läufer auch überdeckt wird. F4 geht auch nicht. Man kann also nur seine Figuren hinterher ziehen. F5 kann Schwarz nicht spielen und A3 würde auch den Bauern auf Dauer einstellen. Deswegen wird das wohl Remis werden. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit dem MM2 noch mache. Das Brett müsste ja eigentlich in Ordnung sein. Aber das Modul halt nicht. Jetzt habe ich den Rebell gesehen, aber Rebell, MM4, MM5. Ich weiß nicht. Wie gesagt, beim Amsterdam, das ist mir eh zu teuer. Außerdem wüsste ich auch gar nicht, ob der überhaupt von dem Brett unterstützt wird. B6, F2. D1, A1. Sollte mal was trinken. F2, E3. Ja, jetzt sieht man. Jetzt ziehen die schon hin und her. Die, wie soll man sagen? Ob die darauf hoffen, dass der Gegner noch auf Gewinn spielt? Er droht ja nicht mal auf B3 zu nehmen. Da könnte man dann eventuell auf Gewinn spielen, dann wenn der Bauer, aber was ist, wenn der Bauer dann nimmt? Wo will der König nach B2 und dann ist Turm D1, dann ist der Bauer eh unbeweglich. Ich glaube, das könnte man noch nicht mal gewinnen, wenn man gewinnen müsste. Wenn man im Turnier quasi. Meinetwegen Pokalspiel hat und das ist die dritte Blitzpartie. Gibt ja so Sachen, da muss Schwarz reicht Remis und Weiß muss gewinnen. Ich dachte, man könnte mal das durch, das kann man einfach nicht gewinnen. E3, C5. Bin mal gespannt, wann die endlich mal Remis machen. 0,53 schätzt er sich ein. Wie will er das denn irgendwie auf Gewinn spielen? Da kommt bestimmt irgendwann die 50-Züge-Regel.
Wen es ja kostenlos gibt, das ist hier ProDeo, das ist von Ed Schröder. Ist das ein Programm, der hat Rebell, MM4, MM5 und Polgar und sowas gemacht. Das gibt es auf Arena. Das ist ja, so eine Plattform, das kann man sich ungefähr vorstellen wie Fritz oder Shredder oder sowas. Ist dann gezogen. Da ist ja auch. Da sind ja die schachspielenden Sachen sind ja die Engines, also die Fritz-Engine, die Shredder-Engine, die Junior-Engine und was da alles gibt. Und so ist das da auch. So ist auch dieses ProDeo die Engine, die auf dem Programm läuft. Dieses Programm Arena, das kriegt man umsonst. Das ist eine Freeware. Das habe ich auch. Habe ich aber schon lange nicht mehr angehabt. Können immer, wie ich immer langsam Rimi, die spielen wie ich die Züge hin und her. Sowas mag ich nicht, wenn das dann die einzige Intention das ist, diese Zugwiederholung zu verhindern. Jetzt müsste am besten noch die Qualität geben. Auf B4. Ach, schade. Wo ich nichts von wüsste, dass ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Fidelity Engines als Freeware gibt. Dass man quasi heute noch in den Genuss kommen würde, vom meinetwegen Elite 10 oder so, B4, C5. Ich habe jetzt aber keine Lust, so lange abzuwarten, bis die mal ihre 50 Züge da haben. Turm D7, D8, D7. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob man irgendwie, ob es da auch sowas gibt wie Arena. Auf dem man dann die Spracklin-Engines laufen lassen kann. Das würde mich mal interessieren. Ich wüsste nicht, dass die mal. Na, D4 geht ja nicht, da ist ja nicht drauf auf D4. Wäre bei D3 sogar schon nicht so gut. Jedenfalls haben die wohl jetzt doch sich entschlossen, die Stellung zu öffnen. Jetzt wollen die wohl doch wieder auf Gewinn spielen. Oder meint er hier, weil der Gegner weniger Zeit hat, hier drauf? C2, B2. Gebe ich jetzt doch schwarz? Da war dann nicht gut gespielt. Ich denke, dass er ein Endspiel hält. Jetzt fallen doch alle Bauern hier. Er muss jetzt nur alle Bauern abkassieren und muss das dann aber noch schaffen, auf die Diagonale zurückzukommen. Da ist die Frage, ob er das oder konnte er tatsächlich machen. Da hat er es verloren, er hat es verkimmelt. Und jetzt holt man sich alle Bauern ab. Erst den E-Bauern, dann zurück, dann die beiden Bauern. Denn den jetzt? Warum nicht Läufer F3, C5, Läufer schlägt, C6, Läufer weiterschlägt, dann C7 und dann wieder Läufer G4? Das verstehe ich nicht.
Wenn sie Läufer G4 schlägt, C5, Läufer H5 schlägt, er hat ja nicht die Möglichkeit, die Diagonale zu blockieren. Dann steht er plötzlich da mit Läufer gegen vier Bauern. Das ist kaputt. Merkwürdig. Das zeigt aber auch eine Sache. Du kannst nicht alles auf Gewinn spielen. Das heißt, man kann nicht mit der Brechstange gewinnen. Das geht einfach nicht. E3, B6, was soll denn der Quatsch? Vielleicht das Feld C7 decken für den Bauern? Jetzt ist es total verloren. Meinetwegen König F7, Läufer E6 und dann H5, H4, G4. Zumindest ein Computer sollte das jetzt gewinnen können. Wer ist jetzt eigentlich dran hier? Ich habe den Zug gar nicht ausgeführt. Boah, ich bin so gut. Meine Augen sehen nur offen. Ach, man sieht die ja gleich da. Schlafes trunken saß er hier. Meine Güte. Da könnte man theoretisch sogar Läufer C8 ziehen. Weil wenn der König irgendwie über D6, E7, D8 kommt, dann zieht man Läufer A6. Also ich glaube nicht, dass das zu halten ist. Der weiß, aus welchem Grund auch immer, wollte er auf Gewinn spielen. Das ist aber nicht immer machbar. Das gibt Stellung, wenn du die auf Gewinn spielst, dann spielst du die eigentlich eher auf Verlust. Der König muss da weg. Komma 20 schätzt sich Genius auf dem Nokia ein. Also das ist komisch, dass er das. Da sollte man noch eher einsehen. Ist das so ein Geringschätzigkeitsfaktor? Dass da quasi die Spielstärke, er spielt, meint, er spielt gegen den menschlichen Gegner und der spielt eh nur Crap. Deswegen hat er jetzt quasi diese Sache, diese Möglichkeit genommen, mir das so zu machen. Ah ja, ich bin zu lange ausgeführt. Wieso wundert mich das nicht? Ja, und jetzt kann er den vierten Bauern, den dritten Bauern auch bewegen, F6. Jetzt zieht der Läufer weg. Jetzt bewegen sich die anderen Bauern auch. Leute, Thomas. Mann. Jetzt kommt als nächstes F5. Oder auch nicht. Ja, und wenn sich erstmal alle Bauern bewegen, dann ist das kaputt. Das ist ja quasi wie vier Minusbauern. Oh. Er ist schon so verzweifelt, dass er sich schon eine Dame holt. Und jetzt hat er wirklich vier Bauern weniger. Das war aber vorher auch. Der Bauer war nichts wert. Wundert mich, dass er nicht schon aus lauter Verzweiflung Läufer schlägt G3 zieht. Einfach H2. Der Bauer ist durch.
Aber das ist ein typisches Beispiel dafür. Du kannst nicht alles auf Gewinn spielen. Gewisse Endspiele, wenn man die auf Gewinn spielt, dann verliert man die einfach nur. Und das hätte der Genius ja nicht sehen, erkennen müssen, dass. Wie mache ich das jetzt mit der Darmumwandlung? Drück mal Enter, wahrscheinlich ist das automatisch und genau ist automatisch in Dame dann. Und so sieht man das ja auch. Weiß wollte unbedingt mit der Brechstange gewinnen. Der hätte aber erkennen müssen, dass Schwarz den weiß verlegenen Läufer hat. Und dass dummerweise alle Bauern von Weiß am Königsflügel auf Weiß stehen. Die fielen ja alle. Das hat der wohl, was wurde jetzt? Ach, Dame C2. Das hat er wohl aus welchem Grund auch immer, hat er das nicht erkannt. Wo ich doch dachte, gerade das Endspiel wäre doch die Stärke vom Genius. Aber in diesem Fall wohl nicht. Matt 01. Zugzeit steht da gar nicht. 0 Dame B1. Mal gucken. Info. Matt in 1. Nochmal Info. Info. 107. Also hat auch wieder 07. Ja, das war's für heute. War heute das heutige Video. Das überrascht mich, dass er das hier, dass der Genius hier einfach nicht erkannt hat, dass alle seine Bauern auf Weiß stehen, dass er dann die Türme noch getauscht hat. Schwarz hat es wahrscheinlich erkannt, deswegen hat er es wohl versucht, noch so zu forcieren, aber das war Remis. Weiß hätte einfach nur den Turm hin und her ziehen müssen. Turm A1, A2, A2, A1 und so hin und her. Dann wäre es wohl Remis geworden. Das auf Gewinnspielen war hier wirklich verloren. Der hatte zwar diesen Freibauern, der war noch nichts wert. Schwarz konnte in aller Ruhe alle Bauern abkassieren, wäre dann immer noch locker nach G4 gekommen, um den Bauern zu stoppen. Und selbst wenn der König das so gemacht hätte, dass der den Läufer hätte geben müssen für den Bauern, dann wäre der König auf C8 gewesen. Und vier Bauern gegen Läufer bei so einer Königsstellung, ich meine prinzipiell, dass vier Bauern gegen Turm ist schon schwierig. Also mit Turm gegen vier Bauern zu halten. Und im Zweifelsfall sogar mit der Dame gegen vier Bauern, je nachdem, wo die stehen. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon mal hattet, dass ihr Remis-Endspiele auf Gewinn gespielt habt und die dann noch verloren habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen dieses Videos.